Jedenfalls zu dem Vers hier, awalam nu'ammirkum, dieser Vers wurde, also dieser Vers beinhaltet eine Art von Rüge. Das ist eine Art Rüge an die Menschen, denn im Kontext betrachtet ging es darum, dass sie um Aufschub baten. Sie baten um Aufschub. Und daraufhin sagte Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum, also haben wir euch nicht ein langes Leben gegeben. Beziehungsweise, was lang ist und was kurz ist, ist eine relative Sache. Aber ein ausreichendes Leben. Also ein Leben, das ausreicht, um das zu tun, was von euch gefordert wird. Deswegen gibt es auch verschiedene Aussagen unter den Mufassirun. Die Jamahir, die Mehrheit der Mufassirun, inklusive von Ibn Abbas, sind der Auffassung, dass damit 60 Jahre gemeint sind. 60 Jahre, und dies wird auch unterstützt. 60 Jahre werden auch unterstützt durch den Hadith, der noch folgen wird, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah Ta'ala hat jeglichen Uzr, also jeglichen Rechtfertigungsgrund oder Entschuldigungen, Ausflüchte, die jemand haben kann, aufgehoben ab dem Alter von 60 Jahren. Ab 60 Jahren hat keiner mehr entsprechend, also er kann nicht mehr sagen, hättest du mir doch noch ein längeres Leben gewährt. Also das ist die Aussage der Jamahir, Ibn Abbas und andere, dass es 60 Jahre sind, basierend auf diesen Hadith unter anderem. Manche, wie Masruq und Ata, sind der Auffassung, dass es 40 Jahre sind. 40 Jahre, also hier mit dem Vers sind 40 Jahre gemeint. Unter anderem wegen der Aussage Allah Ta'alas. وَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَبَلَغَ أَشُدَّهُ. Und als er 40 Jahre erreichte und die Reife, also die körperliche Reife, Ausreifung des Körpers und des Geistes, der Vers. Manche sind der Auffassung, dass es 18 Jahre sind. Und Al-Khazin und Al-Barawi erwähnen im Tafsir, dass sie sagten, hiermit ist der Bulugh gemeint, also das Alter der Mündigkeit. Das Alter der Mündigkeit. Genau, das sind verschiedene Auffassungen der Mufassirun. Und in Bezug auf dem An-Nadir, und zu euch ist doch ein Warner gekommen, hier gibt es auch zwei Auffassungen unter den Mufassirun. Die einen sagten mit dem Warner, und das ist die Mehrheit, mit dem Warner sind die Propheten gemeint. In diesem Kontext heißt es dann, dass Allah Ta'ala sie rügt wegen dem Versäumnis von zwei Dingen. Einmal dem Alter, also der Lebenszeit, und ebenfalls wegen ihrer Versäumnis in Bezug auf die Propheten. Also er bringt diese zwei Dinge als Hujjah gegen die Menschen an. Wegen dem Alter haben wir schon erwähnt, der Hadith kam bereits, ich glaube, im letzten Kapitel, in dem der Prophet sallallahu alaihi sagte, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas, as-sihhatu wal-faragh. Zwei Gnaden Allah Ta'alas, zwei Gaben Allah Ta'alas. Ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Trug. Ihr bezüglich sind die meisten Menschen im Trug oder im Verlust. In einem verlustreichen Geschäft. Austausch. Gesundheit und die Zeit. Al-Faragh, die freie Zeit, die man hat. Jedenfalls über den Begriff An-Nadir, also der Warner, die einen sagten, damit sind die Propheten gemeint. Das heißt, in diesem Kontext des Verses wird der Mensch gerügt, einmal wegen seinem Umgang mit der Zeit, mit seinem Leben, und zweitens der Umgang mit den Propheten bzw. den prophetischen Botschaften. Andere sagten, dass mit dem Nadir hier das graue Haar gemeint ist, was auch kontextual passt, wenn nämlich die Rede vom Alter ist und dann der Nadir, ja, das graue Haar. Deswegen sagte ein arabischer Dichter ungefähr, er sagte, das graue Haar
min Nudur al-Manaya ist ein Todesbote, der den Tod verkündet oder der den nahe anstehenden Tod verkündet. Und welch ein vortrefflicher oder welch ein nützlicher Bote ist er, oder ein Warner, welch ein nützlicher Warner ist er für den, der sich dadurch ermahnen lässt. Es gibt so, also statistisch gesehen, glaube ich, ist in Deutschland das durchschnittliche Alter eines Mannes 72 Jahre. Frauen, glaube ich, waren bei 80. Wenn du dir, ich habe mal sowas gesehen, da hat jemand die Lebensjahre, gehen wir mal von 70 einfach aus, abgerundet. Er hat die so auf einem großen Blatt, Mesh, hat er so Kästchen gezeichnet, 70 Kästchen. Und nehmen wir mal an, du bist 30 Jahre alt, dann streichst du 30 Kästchen durch. Und durch diese Visualisierung, also wenn du siehst, was schon weg ist und was noch da ist, ne, ist das so ein ganz anderer Eindruck, den man davon hat, von der Zeit, das Empfinden über die Zeit, die man noch übrig hat. Denn das sieht dann ganz anders aus, sieht nicht mehr so viel aus. Es ist auch immer so, ja, jeder weiß es von sich selbst, die Zukunft scheint immer sehr weit zu liegen. Sobald sie aber Vergangenheit ist, scheint sie viel zu kurz zu sein. Also ich meine jetzt, wenn du jetzt irgendeinen Plan hast für die nächsten Jahre, wenn wir schon von einem Jahr sprechen, kommt es uns so weit vor, als würde das in vager Ferne in Zukunft liegen. Aber ist dieses Jahr mal rum und du blickst zurück, dann kommt dir das nur wie wenige Tage vor.